Auch hier nochmal großes Entschuldigung, das tut uns wirklich leid. Das war nicht unsere Absicht, einen Spieler von Hertha BSC, gegen wen wir auch immer spielen, einen Spieler zu verletzen. Sehr unangenehme Situation. Gestern MRT gemacht worden, warten jetzt auf die Auswertung. Ich glaube nicht, dass es so ganz schlimm ist. Und dann wird es nochmal ein Spiel geben, ja, gegen Hannover 96-2 am 27. hier haben wir uns jetzt verständigt. Ja, Pele, eigentlich kein Spiel hier im Stadion, aber genug Leute da. Der große Fototermin, den haben wir gerade hinter uns gebracht. Was ist das für euch? Ist das eine lästige Pflicht oder freut ihr auch schon ein bisschen drauf, dass ihr mal richtig grinsen könnt und ohne Belastung hier mal ins Bild rücken könnt? Wie jedes Jahr. Also ist ja schön, dass Leute Autogrammkarten haben wollen, Mannschaftsfotos haben wollen. Und von daher ist es kein lästiger Termin, sondern eine Pflichtaufgabe, aber macht auch Spaß. Uns auch übrigens, ja. Wir haben das auch immer sehr, sehr gerne zu Beginn der Saison. Die wohl wichtigste Frage des Morgens, wie geht's Timmy Thiele? Ist gestern MRT gemacht worden, warten jetzt auf die Auswertung. Ich glaube nicht, dass es so ganz schlimm ist. Natürlich hat er Probleme, hat aber auch mit den Problemen weitergespielt. Ich hoffe, dass die Probleme von dem Spieler Rehse nicht noch größer sind, wie es dann am Dienstagabend aussah. Das war eine unglückliche Szene. Auch hier nochmal großes Entschuldigung, das tut uns wirklich leid. Das war nicht unsere Absicht, einen Spieler von Hertha BSC, gegen wen wir auch immer spielen, einen Spieler zu verletzen. Sehr unangenehme Situation, genauso unangenehm die Situation, dass Timmy dann umgeknickt ist. Aber wie gesagt, da möchte ich nochmal auf diesem Wege für die Situation entschuldigen. Und bei Timmy hoffe ich natürlich genauso, dass es nicht so schlimm ist. Zumal er ja gerade in der letzten Minute gezeigt hat, Thiele, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Mit seiner Routine läuft er da rein, wo es Not tut und trifft sogar noch zum 2:2. Ich glaube, dass er in der ganzen Rückrunde gezeigt hat, dass er ein sehr erfahrener Spieler ist, dass er Bock hat auf Energie und hat genauso wie viele, viele andere, beziehungsweise die ganze Mannschaft, einen großen Anteil an den Aufstieg. Und das hat er auch am Dienstagabend mit seiner Einstellung gezeigt, hat gegen Altklinike zweimal getroffen, ist eigentlich in sehr guten Form oder anders gesagt, er ist hier komplett angekommen, wird jetzt auch akzeptiert, wo ich ja öffentlich auch sehr drüber gekämpft habe, dass die Kritik, die an seine Familie und an ihn da teilweise geäußert worden ist, unter die Gürtellinie war. Und da wird kein Spieler dieser Welt, wird dann Top-Leistungen bringen können. Das hat sich beruhigt und daher auch die Leistung, seine Erfahrung und brauchen wir natürlich auch. Und wir brauchen natürlich auch einen gesunden Spieler. Kurz nochmal zu dem Spiel, zu diesem 2:2, das ja zwei unterschiedliche Halbzeiten gerade seitens Energie präsentiert hat. Wart ihr mit der Taktik, die ihr für die zweite Halbzeit angewandt habt, war das auch schon die Ausgabe für die erste und die Jungs haben es bloß nicht so hingekriegt oder wolltet ihr ein bisschen offener sein? Also in der ersten Halbzeit stand unsere Organisation nicht. Wir haben aufgrund, dass Hertha das erstmal gut gemacht hat, das hört auch dazu, eigentlich über das ganze Spiel. Sie haben sehr viel rotiert, haben das Mittelfeld, was sehr oft viele Mannschaften machen. Wenn man letztes Jahr in der Regionalliga geguckt hat, haben wir das in der gleichen Art praktiziert, dass die Außenverteidiger überlagern im Mittelfeld. Was unser Problem war, dass wir mit den Leuten mitgelaufen sind. Und es wäre besser gewesen, so wie es in der zweiten Halbzeit war, aus dem Raum zu verteidigen und das Rotieren des Gegenspielers nicht mitzumachen. Also wenn du das machst und der Gegner ist an der hohe Ballsicherheit, hat ein sehr gutes Anlaufverhalten bzw. Umschaltverhalten, dann wirst du immer Probleme haben. Das konnten wir in der zweiten Halbzeit verändern, weil wir es in der Halbzeit angepasst haben. Deswegen ist aber jetzt nicht so, dass in der ersten Halbzeit alle alles falsch gemacht haben. Das sind ja Themen, die können wir korrigieren, die werden wir korrigieren. Das zeigt ja, wenn ineinander, miteinander im Verbund besser gearbeitet wird, wie in der zweiten Halbzeit, dass wir dann auch Voraussetzungen haben, auch so einen Gegner dann mal in der einen oder anderen Situation weh zu tun. Die beiden Tore, die waren fantastisch, die wir erzielt haben. Die beiden Gegentore, die wir bekommen haben, haben wir auch schon öfters zum Thema gehabt. Zweite Ball, aber im zweiten Tor vertikal, dem Mitspieler, obwohl er einen Gegner im Rücken hat. Wir wollen lieber diagonal spielen, wir wollen lieber in die Verlagerung kommen. Wir wollen uns da besser positionieren, war ein Fehler, den wir eigentlich nicht machen brauchen. Und beim ersten Tor war es so, Abschlag vom Torwart bzw. angespielt, hat den Ball zurückbekommen, will überspielen, aber unsere beiden Achter viel zu nah an unserem Stürmer dran.
Und da haben wir das ganze Mittelfeld offen gemacht. Also das ist eigentlich ein Grundprinzip von uns, dass wir das nicht wollen. Und von daher ist es besser, wenn wir es, oder damit haben wir Anhaltspunkte, um es zu verbessern. Und von daher sind wir insgesamt von beiden Halbzeiten sehr zufrieden. Mit dem Ergebnis am Ende auch. Ich glaube, das gibt eine ganze Menge Selbstbewusstsein mit für die nächsten Spiele und natürlich auch für die Saison. Immerhin war das ja ein Zweitligist mit Ambitionen. Also wirklich, das Ergebnis ist zweitrangig. Wichtig ist, dass die Inhalte, die man dann jetzt 3 Wochen trainiert hat, wir haben ja erst mit dem Ball sehr viel gearbeitet, dann gegen den Ball. Wir brauchen beides in der Liga. Wir haben viele Sachen gesehen, die funktionieren können. Wir haben dann auch, wie gesagt, was ich eben schon angesprochen habe, wenn wir eine sehr gute Organisation haben, glaube ich, können wir speziell in diesem Stadion viele, viele Mannschaften richtig wehtun. Und was man dann auch noch gesehen hat in der zweiten Halbzeit, dass wir eine extrem hohe Intensität erfahren können. Was ich immer gesagt habe, wird ein Schlüssel für uns in dieser Liga sein. Wenn man nur erstes Spiel nimmt, Arminia Bielefeld, sieht man ja jetzt auch bei der Wahl vieler Trainer, haben sie auf dem Schirm als Aufstiegskandidat oder Mitaufstiegskandidat. Dynamo Dresden ist der Top-Favorit, da fahren wir am zweiten Spieltag hin. Also was brauchen wir? Wir brauchen Kompaktheit, wir brauchen Intensität, aber wir brauchen auch die Mut und wir brauchen auch die Überzeugung, dass wir unser Spiel versuchen, auf die Platte zu bekommen. Mit dem Wissen, dass der Gegner alles versuchen wird, das zu verhindern. Aber trotzdem, wenn man die Überzeugung hat, die Positionierung hat, wo vor allen Dingen die absolute Frische, die absolute Fitness und vor allen Dingen diese absolute Überzeugung, da bestehen zu können. Ich war mit dem Mikrofon nach dem Spiel unterwegs, ein bisschen bei den Fans, jetzt nicht unbedingt wegen dem Freibier, aber es war tatsächlich so, dass man sich mal erkundigt hat. Wie seht ihr das denn nach dem heutigen Spiel? Und die waren alle geradezu euphorisiert. Also mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben. Wenn wir die heute gesehen haben, was die dort veranstalten, auch dank der Neuzugänge. Also der Optimismus im Fanlager ist riesengroß. Teilt ihr den so ein bisschen? Also im Moment ist ja die Euphorie nach wie vor da. Sieht man ja auch an der Zuschauerzahl. Fast 6.000 Zuschauer im Freundschaftsspiel. Nach einer langen Europameisterschaft, nach einer langen Saison ist das auch nicht selbstverständlich. Freuen wir uns drüber. Wir kriegen ja auch viele Feedback. Ich sag da immer nur so, in dieser Liga kannst du auch 3, 4, 5 Mal in Folge verlieren. Passiert jede Mannschaft, passiert Top-Mannschaften wie letztes Jahr. Brauche ich jetzt nicht die ganzen Vereine wieder aufzählen und dann wollen wir mal sehen, wie dann die Reaktion ist. Fakt ist, dass wir ein Aufsteiger sind, 5 Jahre leider in der Regionalliga gespielt haben und diese 5 Jahre bzw. die letzten Jahre musst du erstmal dementsprechend wieder aufarbeiten und da geht es erstmal darum, stabil zu werden, eine Stabilisation zu bekommen, eine klare Struktur, was die dritte Liga dann auch verlangt und dann, ich sage nochmal, auch wenn es eine Floske ist, ich mag die nicht so gerne von Spiel zu Spiel, ich will nicht uns kleiner machen, als wir sind, aber wir sollten sehr demütig und sehr bescheiden sein und sollten dankbar sein, dass wir da mitspielen dürfen und haben alles dafür zu tun, nur die Liga erstmal zu erhalten. Alles, was darüber hinauskommt, würde jeder gerne mitnehmen, aber davon sollte man jetzt erstmal nicht ausgehen. Deswegen ist es wichtig, diese Spiele zu haben und daraus die Erkenntnisse zu bekommen, was wir noch zu verändern können. Das habe ich auch gestern der Mannschaft gesagt. Deswegen ist es wichtig, am Freitag wieder zu spielen, am Sonntag zu spielen, viele Spieler über 90 Minuten zu bekommen. Ich hätte noch gerne 1, 2 Spiele mehr auf dieser Art, aber da wäre ja auch, wenn man hört, welche Diskussionen da geführt werden, dass vielleicht Aue nicht gegen RB Leipzig spielen kann. Okay, man kann diese Meinung haben, dass dieser Verein vielleicht nicht für alle so sympathisch ist, aber für die Vereine, um diese Freundschaftsspiele zu gestalten, ist das unglaublich wichtig, um sich weiterentwickeln zu können. Es geht gegen Zwickau 2 Tage, heute in 1,5 Tag. Und wie sieht es da aus? Wieder mit der Anfangsformation, die sich so ein bisschen einspielen soll, die vielleicht so ein bisschen auch den Bonus hat, mal die ersten 11 zu sein? Es gibt aktuell 3 Neuzugänge, beziehungsweise mit Scherber 4, der war ja in der Rückrunde ausgeliehen, ist ja jetzt fest verpflichtet worden. Also von daher stellen sich ja viele Spieler auch dann auf, die dann im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr schon bei uns gespielt haben. Ich mag das nicht erste Elf, ich mag nicht zweite Elf, ich mag keine A-Mannschaft, ich mag keine B-Mannschaft. Wir brauchen viele, viele Spieler, um unsere Ziele zu erreichen. Und viele, viele Spieler sollen in der Vorbereitung auf ein sehr, sehr gutes Level gebracht werden. Das heißt, dass sie brauchen Spiele, sie brauchen Spielpraxis, sie brauchen Spielrhythmus, sie brauchen Spielvertrauen, sie brauchen Überzeugung. Deswegen ist es ja so schwierig, das habe ich auch der Mannschaft schon mehrmals erklärt, wenn du 28 Feldspieler hast. Und unser Ziel war es, in den ersten Wochen inhaltlich mit 11 gegen 11 auf dem Trainingsplatz
Abläufe zu trainieren, ich sage nochmal, mit dem Ball, gegen den Ball, gute Positionierung zu finden. Und dann bleiben natürlich 6 auf der Strecke. So, und das ist schon mal nicht so einfach. Ich kann aber auch nicht im Freundschaftsspiel nach 20 Minuten immer permanent wechseln. Also deswegen sollen am Freitag natürlich etwas andere Spieler spielen, die am Dienstag weniger gespielt haben, um da auch auf Spielpraxis zu kommen, beziehungsweise auf Spielzeiten bekommen. Und am Sonntag nochmal versuchen wir, wie gesagt, am Ende der Woche, dass viele, viele Spieler auf über 90 Minuten gekommen sind. Und dann wird es nochmal ein Spiel geben, ja, gegen Hannover 96-2 am 27. hier haben wir uns jetzt verständigt, weil wir am 11. Spieltag gegen sie spielen. Wir wollten ja sowieso eine Vorbereitung spielen, da war aber für beide noch nicht klar, wer steigt jetzt auf und wer steigt nicht auf, um dieses Spiel dann jetzt doch endgültig abgeschlossen zu haben, sind wir sehr, sehr dankbar, dass das funktioniert hat. Und dann wird es am ersten Spieltag gegen Bielefeld eine Mannschaft geben. Aber da können auch nur 11 auflaufen. Dann ist das für den einen oder anderen auch eine Enttäuschung. Dennoch kommen danach noch 37 Spiele plus viele Landespokalspiele, hoffentlich wieder alle. Und noch auf jeden Fall eine Runde gegen Werder Bremen. Da bin ich völlig entspannt. Und jeder hat im Training bzw. in den Spielen die Möglichkeit, sich dementsprechend formstark zu zeigen oder diese Umsetzung auf den Platz zu bringen, die wir dann brauchen, um am Ende mit der Berechtigung in der dritten Liga spielen zu dürfen. Heute waren alle auf dem Foto gewesen. Kann es sein, dass nach den beiden Spielen, die jetzt vor uns liegen, es dann wirklich Streichkandidaten geben wird? Oder willst du im Moment noch nicht so weit gehen? Erstmal öffentlich sowieso nicht. Also da werde ich meine Überzeugung nicht verändern, weil ich das aus meiner Sicht auch nicht gut finde, über Namen öffentlich zu diskutieren, dass sie vielleicht den Verein verlassen sollten oder es besser wäre, wenn sie sich was anderes suchen, um woanders auf mehr Spielzeiten zu kommen. Ich kann jetzt nur sagen, Edgar Kaiser hat man dann auch gesehen, auch wenn er erst in der 60. Minute eingewechselt war, dass er sich komplett entwickelt hat, dass ihn das gut getan hat, ein Jahr viele Spiele in der Regionalliga zu spielen. Fakt ist, jetzt sind durch den Wechsel oder Abgang von Kujo, auch da gab es offene und ehrliche Gespräche. Er hat sich leider nicht so weiterentwickelt beim FC Baden, wie wir uns das erwünscht haben. Er hatte letztes Jahr den Wunsch, unbedingt ausgeliehen zu werden. Und von daher war es so in der Vorbereitung, dass es besser war, irgendwo anders zu spielen. Das war absolut sauber. Keiner hat was mitgekriegt. Es wurde sein Name spekuliert, aber von uns niemals kommentiert. Wir haben mit den Vereinen schon lange waren wir im Gespräch. Ich denke, dass es für beide Seiten eine gute Lösung ist. Und wenn der eine oder andere, der wird hier nicht auf Spielzeiten kommen, Stand jetzt. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht im Training begleiten, werden ihnen aber auch in dem Freundschaftsspiel das ein oder andere Spiel nicht geben. Weil jetzt geht es in der Endphase, jetzt geht es darum, die Spieler so stabil zu machen, so zu begleiten, dass sie überzeugt sind und vor allen Dingen, dass sie auch diese Fitness haben, um in der dritten Liga bestehen zu können. Das ist leider so im Fußball. Das wird überall so. Aber was wir nicht machen werden, zumindest nicht in meiner Verantwortung, Spieler suspendieren oder Laufgruppe C, Laufgruppe D, sondern wir versuchen sie bestmöglich zu begleiten, dass sie zumindest das Gefühl haben, dass sie menschlich mitgenommen werden. Übermorgen geht's nach Peitz zu einem Lieblingsspielort für Testspiele. Hat man so den Eindruck, ihr wart all die Jahre da und immer voll des Lobes. Was die dort veranstalten mit der Organisation, mit der Betreuung für euch, man freut sich auf Freitag, glaube ich. Ja, gute Rahmenbedingungen, ein gutes Testspiel. Zwickau fängt dann nächste Woche mit der Meisterschaft an. Sie haben jetzt letzte Woche gegen Hertha 6-1 verloren, waren mit ihrer Leistung nicht so zufrieden. Und von daher werden sie hochmotiviert sein und sich natürlich auch präsentieren, die Spieler für die Startelf in Zwickau. Und von daher ist es ein gutes Spiel. Und Peitz hat immer gute Rahmenbedingungen gehabt, immer sehr guten Platz, sehr gute Stimmung, extrem guter Empfang, wie wir da aufgenommen werden, wie wir da begleitet werden. Und von daher sehr, sehr gerne. Genauso freuen wir uns aber auch, dass Sonntag uns Eintracht Braunschweig empfängt, weil da gibt es ja auch diese Geschichte 18-19 wegen einem Tor Unterschied. Aber wenn man da beide Trainer in den Pressekonferenz gehört hat, wie man in der schwierigen Situation mit der Situation umgegangen ist, war höchster Respekt und das hat sich gut entwickelt. Zumal ich den Trainer Scherning sehr schätze, er hat in Osnabrück gearbeitet und was er da mit seiner Mannschaft und mit seinem Staff da in der Rückrunde geleistet hat, das ist einfach famos. Als Tabellenletzter so eine Rückrunde zu spielen, dann noch die Klasse zu halten, das schaffen nicht viele Vereine und vorher sind wir dankbar für das Wochenende, für die beiden guten Spiele, wichtigen Spiele, um weitere Erkenntnisse zu bekommen, beziehungsweise die Spieler auf das Level zu bringen, was wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen.
Das wünschen wir euch. Freuen wir uns auf die beiden Spiele. Und bis dahin alles Gute, gute Dankeschön. Vorbereitung. Ne? Dankeschön. Dankeschön.